an die Brassen! Horrido, ihr Landratten und Kielschweine, da sind wir wieder beim Herrscher der Meere. Ja, machen wir hier einfach gleich weiter. Ich habe mir inzwischen wieder in der kurzen Pause ein Heißgetränk gemacht. Ein bisschen Honig mit drin, damit die Stimme schön gleich bleibt. Und wir laufen mit unserer Handelsflotte in Kunshan ein, wo wir mal sehen wollen, was wir hier für unsere Gewürze kriegen. Denn hier sind sie ja begehrt. Und ihr seht, es ist deutlich mehr, knapp 22.000 Goldstücke, statt der 17.500, die wir in Yergan bekommen hätten. Ja, von daher also durchaus darauf achten, was hier jeweils angeboten wird und was hier begehrt ist als Handelsware. Ja. Rüsten wir auch hier mal wieder ein bisschen auf. Beziehungsweise verproviantieren uns hier was. Baumwolle und Zucker. Ach, die Spanier haben sich hier schon niedergelassen, so wie es aussieht. Ich möchte hier allerdings ehrlich gesagt noch keine Produktionsstätte anlegen. Obwohl das Geld natürlich da wäre, das mache ich aber dann lieber zu Hause. Ja. So, dann machen wir uns doch hier gleich mal wieder auf. Und holen hier in Yergan Felle ab. Und ich würde auch mal sagen, wir schicken einfach die Galeone los. Wir schauen auch mal hier im Hafen vorbei. Leute, die Galeone, die können wir nämlich jetzt mal ausstatten. Die kriegt von vornherein etwas schwerere Geschütze. Ja, und davon auch 20 Stück. Damit kann sie sich wirklich zur Wehr setzen. Ohne dass dabei groß Laderaum verbraucht wird. Das ist so ein Setting, was ich also hier ja erprobt habe, beziehungsweise einfach beibehalten habe, eine Ausstattung für eine Galeone, weil es einfach leicht zu merken ist. Ja, 20 Wochen Proviant, 200 Leute, 200 Kugeln, 20 Kanonen. Ja, damit ist so eine Galeone recht gut ausgestattet. Ja, kann sich halt auch ihre Haut wehren, gerade mit den Geschützen. Und später, wenn ich dann einen weiteren Hafen angreife, kann die natürlich auch als Artillerieunterstützung dienen, wenn es dann darum geht, das Fort endgültig niederzumachen. Ja, ihr erinnert euch ja an die Taktik aus dem letzten Teil. Und ja, ich würde die jetzt einfach mal losschicken, um hier Felle aufzukaufen. Und ich würde mal sagen, dass wir hier nochmal ja, Gewürze wird ein bisschen riskant hier noch nachzulegen. Da würde ich gerne noch etwas mehr Geld auf Tasche haben, bevor ich dazu übergehe. Aber eine zwei Produktionsstätten für Elfenbein können wir hier noch hinsetzen. Ja, dann haben wir hier genug Geld, um sauber über den Monat und vielleicht sogar noch den nächsten Monat zu kommen. Ja, so weit, so gut. Weiter geht's. Wir sind in See gestochen, Sir. Ja, macht euch mal auf. Wir sind in See gestochen, Sir. Genau, und auch die Jungs sind unterwegs. Ah, da haben wir Kap Brabak entdeckt, den spanischen Heimathafen, so wie es hier aussieht. Ja, nee, doch neutral. Und die haben Bedarf an Edelmetallen und Waffen. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht irgendwo im Programm, außer nee, hier. Auch als Bedarf, aber von der Produktion her noch nicht. Und produzieren aber Teppiche und Sklaven. Teppiche. Hier haben wir auch nochmal Felle in Tusak im Angebot, das wäre auch nochmal. Hier haben sie Bedarf an Teppichen und bieten Elfenbein und Gewürze an. Das wäre also auch nochmal eine Sache, die man sich angucken könnte, um dann hier die Teppiche zu schaffen oder abzuholen von da. Bedarf an Edelmetallen. Bedarf an Edelmetallen haben sie beide. Oh, ist noch nicht so richtig die Ergänzung. Und den hier
der ist auch noch unterwegs. Schauen wir mal, was wir da noch so entdecken. Genau, wir müssen ja immer noch den Hafen Wehrheim entdecken. Um den geht es uns ja, damit wir hier die Mission annehmen können. Oktober haben wir also hier noch fast das ganze Jahr Zeit, diese Mission anzunehmen. Schauen wir mal. Ich könnte natürlich die Mission auch ablehnen und eine andere Mission dann versuchen zu kriegen. Mal sehen, ob da wieder ein bekannter Hafen dabei ist oder zwei. Schauen wir aber erstmal, wie wir hier durch den Monatswechsel kommen. Das dürfte aber kein Problem sein. Naja, von den 30.000 sind knapp 20.000 übrig geblieben. Die Produktionsstätten, die kosten natürlich auch Geld, ne? Deren Betrieb. Und das muss halt wieder verdient werden, indem die Waren da abgeholt und unter die Leute gebracht werden. So einfach ist das. No. Ich würde auch gerne so langsam anfangen, eine Flotte von Briggs aufzubauen. Jawohl, da wird nächsten Monat schon die nächste fertig. Denn ihr wisst ja, diese Schiffe nutze ich sehr gerne, um gegnerische Häfen zu erobern. So. Aha, da haben wir den Hafen Buron entdeckt. Das heißt, die Brig kann sich hier jetzt auf einem anderen Weg um die Insel rum machen. Vielleicht ist da ja noch ein zweiter Hafen dran. Unser Proviant geht zur Neige, Sir. Okay, dann solltet ihr vielleicht doch erstmal hier einlaufen, in Buron, und wir können uns den Hafen dann auch nochmal angucken. Leute! Ah ja, Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Steckt bereits eine französische Flotte. Ja, und Hafen selber ist auch neutral noch. Ja. Wir laufen aber ein. Wir sind eingelaufen, Sir. Schauen wir uns mal an. Die haben bitte auf. Oh, auch an Elfenbein und Gewürzen. Wäre also auch nochmal ein toller Handelspartner für uns. No, bieten Fälle ist natürlich über die lange Strecke auch noch so eine Sache, ob man das macht. Ich glaube, da bin ich mit den näheren Häfen, die ich hier habe, doch besser beraten. Ja. Aber um uns hier zu verproviantieren und neu auszurüsten, soll mir dieser Hafen hier gerade recht sein. Ja. Dann lassen wir ihn hier auch nochmal andersrum um die Insel laufen. Wir sind in See gestochen, Sir. Lord! Zielpunkt erreicht, Sir. Was sind Ihre Befehle? Ja, weitermachen, Leute. Entschuldigung. Das sind die Sachen, die das Heißgetränk gerade gelöst hat. Ja. Zielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. So, genau. Dann macht euch mal in den Hafen. Ja, und dann schauen wir mal, was wir hier abholen können. Zack, und ja, dann können wir hier auch noch neutrale Ware mitnehmen. Mal sehen, ob wir das so weit runterstrippen können. Jawohl. Haben wir hier sogar noch Platz für einen vierten. Und, ja, Nahrung sollte man mal gucken. Denke ich mal, werde ich aber dann später abholen, wenn ich hier die neutralen Produktionsstätten abgerissen habe, nachdem ich den Hafen erobert habe. Ja, dass wir hier weiterkommen. So, der Dampfer macht sich aber erstmal hurtig auf den Weg nach Hause. Ja, denn wir müssen ja zusehen, dass wir wieder Geld verdienen. Wir sind in See gestochen, Sir. Ja. Auf geht's. Und die Galeonen, ja, leider ziemlich langsam unterwegs. Ein neuer Hafen, Mengbilla. Schauen wir uns den mal an. Angebot, Elfenbein, Sklaven, Bedarf an Fleisch. Naja, natürlich ein bisschen weit weg alles. Gehen wir weiter auf Erkundung. Zielpunkt erreicht. So, ihr schaut euch dann nochmal dieses Inselchen hier an. Aha. Ah, Kuslik. Hier liegen also zwei Häfen dicht beieinander. Kuslik, was haben wir da? Auch dasselbe fast wie in
In Mengbilla, ja, bis auf ja, Zucker statt Sklaven, ist hier alles dasselbe. Erstmal uninteressant, vielleicht wichtig für später, wenn wir unser Handelsspektrum erweitern. Zielpunkt erreicht, Sir! Dann geht's halt weiter hier zur nächsten Insel. Und, jawohl, die umfahren wir mal so. Und dann ist auch schon der nächste Monatswechsel ran. Mal sehen, ob das Knirsch wird. Oder ob wir mit blauem Auge davon kommen. Ich bin allerdings zuversichtlich. Ja, es dürfte aber nicht allzu viel sein, was da fehlt. 15.000, 16.000 haben wir hier. 4.000 davon schon da. 12.000 und knapp 12.000 haben wir hier als Barkapital. Da sollte also nicht allzu viel passieren. Sehr schön. Eine neue Brick ist fertig. Die können wir uns dann kaufen, wenn wir hier Geld haben. Aber erstmal müssen wir dafür sorgen, dass wir das Geld kriegen. Hier haben wir den Hafen Nostria. Zielpunkt erreicht, Sir. Was sind Ihre Befehle? Ja, erstmal noch keine. Erstmal schaue ich mir hier den Hafen Nostria an. Auch wieder Stoffe, Waffenbedarf. Okay. Schauen wir mal, was daraus wird. Und die sind ja auch unterwegs. Die sind auch noch unterwegs. Aber den Hafen Wehrheim, auf den es mir hier ankommt, den habe ich hier noch nicht entdeckt. Mal sehen, wo sich der versteckt. Ja, wenn ich den jetzt in diesem Monat nicht finde, denke ich mal, dass ich die Mission ablehne. Inzwischen habe ich ja hier eine Reihe von Häfen entdeckt, sodass ich neue Missionen annehmen kann. Oder mehr Missionen jetzt auch annehmen kann, ne, als bisher. Schauen wir aber erstmal, dass Zielhafen hier unsere... Zielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Jawohl, unsere Handelsflotte nach Hause kommt. Zielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Und die Galeone im fremden Hafen einläuft in Nebelauen. Wir sind eingelaufen, Sir. Die Jungs sind zuerst drin. Ohne Geld kann ich da aber noch nichts machen, außer dass ich mir hier erstmal die Ware aufs Schiff packe. Ja. Die ich hier bereits im Lager habe. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier Geld kriegen. Indem wir hier die Felle verschachern. Zack, zack, zack. So, dann kommt hier wieder. Hier haben wir natürlich nicht genug Geld, um das zu transportieren oder um das zu kaufen von Neutralen. Weitere Produktionsstätten möchte ich hier auch noch nicht einrichten. Denn ich möchte einfach erstmal schleunigst mit dem Elfenbein zusehen, dass ich nach Järgarn komme, um das da zu verkaufen. Denn das Geld, was ich jetzt habe, reicht für den nächsten Monatswechsel. Ja, auch ohne, dass ich jetzt hier mit der Galeone da noch was dazu kaufe. Da warte ich dann auch noch mal ab. Dass ich dann Geld habe, um auch dann über den übernächsten Monatswechsel rüberzukommen. Ja. Wir sind in See gestochen, Sir. Nicht, dass mir hier die Kohle nochmal knapp wird. Fuchsbergen, okay. Die sollen da aber nochmal weiterlaufen. Was ist mit denen? Die bleiben stehen, die sollen nicht stehen bleiben. Die sollen hier erstmal einlaufen und sich verproviantieren. Leute, endlich! Oh. Zielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Portugiesische Flotte. Wenn ich das hier richtig sehe. Wir sind eingelaufen, Sir. In Nostria. So weit, so gut. So, und hier erstmal wieder ausgestattet den Dampfer. Das war dann also hier jetzt noch den Rest der Küste erkunden können. Wir sind in See gestochen, Sir. Ja. Warten! Zielpunkt erreicht, Sir. Was sind Ihre Befehle? Die Jungs lassen wir jetzt hier mal den Schlenker nach Norden machen.
vielleicht entdecken wir ja endlich Westheim. Erstmal entdecken wir aber den Hafen Torwall. Hier im Westen, Bedarf an Elfenbein. Tuchen, das ist interessant. Angebot Waffen und Alkohol. Okay, das wäre also dann hier für die Rückfahrt. Eine Fracht. Schauen wir mal, wie sich das dann hier weiterentwickelt. Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Wollte ich zwar eigentlich nicht. Ihr könnt euch nämlich auch gleich hier lang weitermachen. Das heißt, ihr klappert hier erstmal auf die Inselkette ab. Und jawohl, die anderen sind auch noch unterwegs. Das wird knirsch, aber für den Monatswechsel habe ich ja genug Geld. Ansonsten sind wir soweit für diese Folge. Erstmal durch, wollte ich gerade sagen. Wir haben jetzt hier noch den Hafen Tornsil entdeckt. Angebot, Felle und Alkohol, Bedarf an Gewürzen und Elfenbein, also quasi ein genaues Gegenstück hier zu Festum. Nicht ganz. Ja, aber Produktionsstätte für Edelmetalle, das wäre noch was Schönes, wenn wir da was finden würden. Aber erstmal möchte ich diesen Handel hier mit Fellen und Elfenbein aufbauen. Ja, dass das stabil läuft und da dann auch das Geld sprudelt. Soweit, so gut. In dieser Folge haben wir sehr viel entdeckt. Seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, möchten Sie den Spielzug jetzt beenden? Ne? Ja, bis zum nächsten Mal, Leute.